Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. DDR-Außenministeriums. Springermeldung von A bis Z erfunden. Reiseverkehr nach Ungarn verläuft normal. ADN-Kommentar. Kampagne gegen die DDR im Stile des Kalten Krieges. Frontberichterstattung von Springerpresse und Westfernsehen soll Menschen in die Irre führen. Tadeusz Mazowiecki zum neuen polnischen Ministerpräsidenten gewählt. Mit Wünsche des Der Klassenkampf geht weiter. Also auch die aktuelle streitbare Polemik. Der Sozialismus auf deutschem Boden, die Deutsche Demokratische Republik, sie sollen beseitigt werden. Deshalb ist das vordringliche, erstrangige, wichtigste der Frieden. Die friedliche Koexistenz und die Erneuerung und Kontinuität unseres Vaterlandes, des ersten deutschen Friedensstaates. Erneuerung, das bedeutet nicht zurück, sondern vorwärts zu einem besseren, attraktiveren, noch mehr erlebbaren und letztlich siegreichen Sozialismus. Das erfordert Maß und Geduld, Gründlichkeit und Ehrlichkeit, Eingeständnis und Standhaftigkeit und viel Vernunft. Die verständliche Emotionen unter Kontrolle hält. Hier haben wir noch viel vor. Hier verwirklichen wir unsere Pläne.
Ich brauche sie. Ja, willkommen.
Thomas Kirchhoff. Nee, halt. Halt. Sie kommen über Petersstraße rein. Über Petersstraße und wir drücken in Richtung Dietrichring abkommen. Also Leuchterplatz, dann links Petersstraße. Ja, richtig. Fangen Ende. Danke ich, die jahrzehntelang gemeinschaftlich